Zu einem Wohlfühlgarten gehört ein gepflegter Rasen, unkrautfrei, mit dichter Grasnarbe und sattgrüner Farbe. Dieser Kurzfilm gibt Ihnen einige Hinweise zur Neuanlage und Sanierung Ihres Rasens. Wird der Rasen vernachlässigt, quittiert er das schnell mit Unkrautbewuchs, Moos und Kahlstellen. Was dann? Der geringste Aufwand ist die Rasenerneuerung ohne Umbruch. Durch mehrfaches tiefes Vertikutieren, Abhaken und anschließende Neueinsaat können Sie recht gute Erfolge erzielen. Eine komplette Neuanlage kommt in Betracht, wenn zum Beispiel das Gelände neu planiert werden soll oder der Boden gründlich aufzubereiten und zu verbessern ist. Darauf kommen wir gleich zurück. Zunächst schälen Sie den Altrasen mit dem Sodenschneider ab. Bei kleinen Flächen wird er auch flach gefräst und abgeharkt. Ob Sie den Rasen säen oder Fertigrasen verlegen, spielt für die Qualität keine große Rolle. Viel wichtiger ist eine gründliche Bodenvorbereitung. Also, wie gehen Sie mit stark verdichtetem Boden um? Wie können Sie extrem schwere Böden lockern oder sandigen Böden mehr Substanz geben? Die individuelle Analyse und Verbesserung des Bodens ist die wichtigste Arbeit, ohne die der neue Rasen vielleicht schon nach kurzer Zeit wieder kränkelt. Bevor Sie mit dem Feinplanieren beginnen, denken Sie an Wasserleitungen für die Beregnung Ihres Gartens, vielleicht sogar an eine Versenkregneranlage oder an die Stromversorgung für Gartengeräte. Auch die Mähkante ist jetzt zu verlegen. Sie wird Ihnen später die Mäharbeiten wesentlich erleichtern. Ihr Rasen soll nicht nur eben werden, sondern sich durch natürliche Geländemodellierung auch harmonisch in den Garten einfügen. Die Walze verdichtet die Oberfläche, sodass die Fußspuren nicht so tief eindrücken. Noch einmal die Feinheiten nachplanieren und dann kann's losgehen. Den Fertigrasen zu verlegen ist vergleichsweise einfach. Rasenfarmen kultivieren ihn über einjähriger Kultur. Sie bieten für verschiedene Zwecke unterschiedliche Gräsermischungen an. Spezialmaschinen geerntet, gehen die Soden dann in Rollen oder Lagen auf die Reise. Aber Vorsicht, Fertigrasen ist schnell verderblich. Spätestens am Tag nach der Ernte muss er verlegt sein. Lagern Sie ihn möglichst schattig und decken Sie ihn gegen Austrocknung mit einer Plane ab. Mit dem Verlegen beginnen Sie an einer langen Geraden, sodass möglichst wenig anzupassen ist. Die Reste können Sie dann für die kleinen Ecken und Winkel verwenden. Rollen Sie die Soden aus, setzen Sie dicht aneinander und passen die Ränder mit einem Messer an. Zum Schluss wird der Rasen gewalzt, um einen guten Bodenanschluss zu gewährleisten. Besonders in den ersten 3 Wochen ist regelmäßiges Beregnen wichtig, damit die Gräser überhaupt anwachsen können. So lange sollten Sie Ihren Rasen schonen. Bei der Raseneinsaat verwenden Sie am besten einen Säwagen. Dann arbeiten Sie den Samen flach mit dem Rechen ein und walzen die Fläche an. Der kritische Punkt sind die ersten 2 bis 3 Wochen nach der Aussaat. In dieser Zeit sind die Keimlinge sehr empfindlich und dürfen nie austrocknen. Danach beschatten sich die Gräser selbst. Nach 3 bis 4 Wochen erfolgt der erste Schnitt und nach dem 3. Schnitt ist ihr grüner Teppich schon leicht belastbar. Mehr über Rasen, Gartenpflege, Bäume und Sträucher erfahren Sie unter www.deingrün.de. Viel Erfolg mit Ihrem neuen Rasen!